So, damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Lange, lange Zeit ist es her, dass ich ein Video hochgeladen habe. Es lag aber auch daran, ich hatte einfach nicht viel Zeit. Und ja, ich wollte euch heute von meinem neuen Projekt erzählen. Und zwar baue ich seit 2 Monaten eine Stadt in Minecraft. Also am Laptop hier. Den Laptop habe ich übrigens erst seit Weihnachten. Ja. Und hier ist der Stadtanfang. Das ist hier übrigens eine Riesenbrücke. Das soll ein Bürogebäude darstellen. Das hier, das erkläre ich euch in einem anderen Video, wie ich das gemacht habe. Manche wissen es vielleicht. Ja, der Teppich, der, ich weiß, der passt nicht so ganz, aber. Naja, das ist auch noch nicht so ganz eingerichtet. Jetzt wartet mal kurz. Hier hat sich jetzt gerade was gemeldet. Entschuldigung. Ja, deswegen kann ich jetzt auch nicht groß schneiden, weil am Handy geht es viel leichter als am Laptop. Und ich muss mich am Laptop erstmal einspielen. Also, das heißt einspielen. Einarbeiten. Mit YouTube. Ja. Auf jeden Fall, ich zeige euch jetzt mal die Brücke. Das ist ein 2 Monate-Projekt gewesen. Also ist es auch noch. Es ist immer noch nicht fertig. Ich arbeite jetzt seit Januar daran. Ja. Ich kann jetzt die Steuerung schon sehr, sehr gut. Am Anfang konnte ich die noch nicht so gut. Aber ich habe mir einfach mal gedacht, ich mache aus meinem Vlog. Naja, was heißt Vlog aus meinem Real-Life-Videos-Kanal da? Mache ich einen Let's Play-Kanal oder Let's Show, Let's Build etc. Ja. Diesen Teil hier habe ich gestern gebaut bis hier und den Teil habe ich bis jetzt heute gebaut. Ja. Ich erkläre euch mal. Wie das alles zustande gekommen ist, hier mit dem Bums hier, sage ich jetzt mal. Ich habe mir gedacht, ich baue eine Stadt. Ja, dann habe ich angefangen und konnte nicht mehr aufhören. Ja, das hier sieht etwas komisch aus, ergibt aber Sinn, weil man kommt von hier, kann hier rausfahren. Hier ist das Feriengebiet, also hier kommt ein Feriengebiet hin. Die Ausfahrt ist auch noch nicht ganz fertig. Hier fährt man raus. Fährt hier hoch, fährt hier lang. Ja. Und kommt dann hier hin. Da wird es dann weitergehen zum Strand hier. Hier ist das Hotel Kaktus. Ich nenne es einfach mal Hotel Kaktus. Ich kann es auch gerade mal zeigen. Hier ist so eine kleine. Entschuldigung, so eine kleine. So ein kleines Restaurant. Und hier ist die Rezeption. Ist auch noch nicht ganz fertig, das Teil hier. Und ich gehe jetzt mal zum Zeigen von den Zimmern. Gehe ich jetzt mal nach ganz, ganz oben. Das ist hier. Hier hat man eine schöne Aussicht. Jeder hat so, ich nenne es mal 5 Quadratmeter Balkon. Hier hat man eine schöne Aussicht. Und warum habe ich das in diese Richtung gebaut? Mal fragen sich jetzt vielleicht manche. Ich habe das in diese Richtung gebaut, weil hätte ich es in diese oder diese Richtung gebaut oder in diese, also bei dieser Richtung hätte man kein Wasser gesehen oder Strand oder Meer. In dieser Richtung hätte man nur Autobahn gesehen, genauso wie in dieser Richtung. Und in dieser Richtung sieht man halt nur Meer und Strand und so. Ja. Hier bin ich auch noch dabei, alles mit Sand voll zu machen, weil ein Hotel am Strand braucht natürlich auch Sand. Ja. Übrigens, Dankeschön für die 48 Aufrufe und 3 Likes auf mein letztes Video. Ist lange her, ist von einem Jahr ungefähr. Und auf jeden Fall großes, großes Dankeschön, dass wir 3 Likes gemacht haben. Es hört sich jetzt für
vielleicht manche größere YouTuber, die sich dieses Video angucken, etwas niedrig an, aber alles beginnt klein. Ja. Ja. Übrigens, ich kann euch in dem nächsten Video mal zeigen, wie ich dieses Video gerade gemacht habe. Ich habe mir da so einen kleinen Kameraständer gebaut, wo ich jetzt so daneben gucke. Und ja, das war's fürs Video und ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir doch mal Ideen in die Kommentare, wie ich die Stadt bauen soll, also wie ich weiterbauen soll. Ja. Es werden demnächst auf jeden Fall mehr Videos kommen. Ich mache jetzt mal so. Auf jeden Fall, das schwöre ich euch. Naja. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch da. Wäre schön, wenn wir dieses Mal 5 Likes knacken. Das wäre episch, ja. Ja, und ihr seid auch meine Motivation, dass ich YouTube mache. Ja, also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.